Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über die Gleichstrommaschine. Dieses Video ist der Auftrag zu einer ganzen Serie über die Gleichstrommaschine. Die Gleichstrommaschine ist eine relativ wichtige Maschine. Auf alle Fälle zeigt sie gut, wie eine elektrische Maschine funktioniert im Wechselwirken zwischen Magnet und Strom und so weiter. Wir werden sie die genauer anschauen, die Gleichstrommaschine. Die Gleichstrommaschine hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Früher war sie wesentlich wichtiger. Warum und wieso werden wir auch kennenlernen. Wie gesagt, bei der Gleichstrommaschine lernen wir jetzt, ist relativ einfach zu verstehen und die Funktion ist sehr augenscheinlich und so weiter, deswegen fangen wir mit der an. Elektrische Maschinen arbeiten immer mit einer Wechselwirkung zwischen Strom und Magnetismus. Also eigentlich elektromagnetische Wechselwirkung. Also mit dem Strom erzeugen wir üblicherweise Magnetfelder und die Kräfte in den Magnetfeldern verwenden wir, um eben eine gewisse Antriebskraft zu erzeugen. Das ist das, wie eine elektrische Maschine einfach hat. Ich habe euch da etwas mitgebracht. Das können wir uns jetzt gerne gemeinsam einmal anschauen. Das hier, was hier auf meinem Tisch nämlich herumliegt, das ist eine Gleichstrommaschine. Wir überlegen Sie das jetzt einmal anhand eines Motors. Und zwar besteht eine Gleichstrommaschine aus verschiedenen Teilen. Was haben wir da alles? Das Ding da. Das Ding da ist das, was sich drehen wird. Das ist die sogenannte Rotor der Gleichstrommaschine. Da sehen wir, der hat diese spezielle Gleichstrommaschine hier. Die hat drei sogenannte Pole. Und jeder Pol hat eine Windung drauf. Und wir wissen, wenn wir da eine Windung haben und wir schicken durch die Windung einen Strom durch, dann entsteht an einem Pol ein Nord- und ein Südpol oder ein Nord- und ein Südpol, je nachdem in welche Richtung der Strom rennt. Also da, das kann man praktisch vorstellen, wenn ein Strom durchrennt, dass das lauter Magnete sind. Und je nachdem in welche Richtung der Strom durchrennt, ist das entweder Nord- oder Südpol, das entweder Nord- oder Südpol oder das entweder Nord- oder Südpol. Wie lasse ich jetzt hier Strom durchrennen? Da gibt es da drüben, gibt es so Schleifkontakte. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Mal, ob der Autofokus das checkt. Ein bisschen weiter weg. Da sind diese Schleifkontakte. Und wir sehen auch, diese Schleifkontakte, die haben hier immer einen Abstand. Und jeder einzelne Schleifkontakt ist hier verbunden mit diesem Anschluss. Okay. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Probieren wir das. Da. Der Schleifkontakt ist verbunden mit diesem Anschluss. Okay. Und dieser Anschluss geht auf diese Spule und auf diese Spule. Okay. Also der Anschluss geht auf diese Spule und auf diese Spule. Der Anschluss geht auf diese Spule und auf diese Spule. Auf die andere Seite von dieser Spule und der Anschluss hier, der Anschluss geht auf D und auf D. Also immer, wir sehen, diese Schleifblättchen, die haben immer genau dort die Lücke, wo genau diese Spule sitzt. Okay? Genau dort ist die Lücke und dazwischen sind die Anschlüsse zu den Spulen. Und das eine ist halt eine Seite von der Spule und das andere ist die andere Seite von der Spule. Und wenn ich Strom von da nach da rüber schicke, ist das halt der Nordpol. Und wenn ich von da rüber schicke, ist das halt der Südpol. Oder umgekehrt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie die Windung ist. Es kommt darauf an, ob das links oder rechts gewunden ist. Ist aber auch egal. Entweder ist es ein Nord- oder Südpol, je nachdem, in welche Richtung das so durchrennt. Okay? Also das ist der mechanische Teil des Rotors. Wichtig ist das Teil da. Das ist das Typische einer Gleichstrommaschine. Das ist der sogenannte Stromwender. Was der macht, werden wir noch sehen. Gut, und die Teile, die jetzt da rumliegen, das wird der Stator. Das da. Das sind die sogenannten Schleifkontakte. Mit diesen Schleifkontakten werden wir nachher den Strom durch unsere
unsere Maschine schicken. Okay, das sind die Schleifkontakte. Das ist eine ganz einfache, ist natürlich ein Spielzeug. Das ist nur, das ist so ein Elektrobaukasten, den ich mal als Kind gehabt habe. Das sind einfach gefederte Sachen, dass die schön da an den, an das da drauf drücken. Okay? Und was haben wir da? Da haben wir einen Teil eines sogenannten Jochs. Ja? Und was haben wir da? Das ist ein Permanentmagnet. Ja? Back, biegt. Ja? Okay, jetzt ist das, jetzt ist der Permanentmagnet hat natürlich auch einen Nord- oder einen Südpol. Ja? Wie gesagt, wo Norden und Süden ist, ist einmal vollkommen irrelevant in dem Fall. Ja, und das hier ist der zweite Teil des Joches. Ja, und das kann ich nachher auch so drauf tun. Na, jetzt Zahnbein hast. Zack. Ja. Und es biegt jetzt da auf dem Magneten. Ja. Jetzt ist ein Teil des Jochs, ein Joch ist praktisch ein Nordpol und einer ein Südpol. Ja. Je nachdem, wie der Magnet da drin ist, umgekehrt. Ja. Und dazwischen schaue, dass sich das nachher da drinnen so dreht. Ja. Und wie das funktioniert, ja. Also so bauen wir das nachher rein, wie das prinzipiell funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal auf einen Zettel an. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie das aufgebaut ist. Ja. Jetzt würde ich das probieren, ein bisschen zu skizzieren. Okay? So, also ich probiere das jetzt aufzuzeichnen, was wir da jetzt gerade gesehen haben. Ja. Also wir haben da auf der Seite, haben wir gesagt, haben wir einen Permanentmagneten eingebaut. Wo jetzt der Nord- und Südpol ist, ist einmal irrelevant. Ja. Habe ich auch schon gesagt. Dann haben wir hier die zwei sogenannten Joche, die aus ferromagnetischem Material bestehen und somit den Magnetismus leiten können. Die sind da verbunden. Gell? Das heißt, wenn wir da zum Beispiel sagen Norden, ist das alles Norden, dann ist da der Nordpol. Ja? Und auf der unteren Seite habe ich dann das untere Joch. Ja? Das ist auch so halb. Das sollte konzentrisch sein hier idealerweise. Ja? So. Und dann ist das halt der Südpol. Okay? Und das ist der, sollte ein konzentrischer Kreis sich ergeben. So schaut das aus. Okay? Das heißt, da in der Mitte habe ich nachher die Rotationsachse von meinem Rotor hier. Und mein Rotor, ich probiere den jetzt, der hat 180 Grad, 120 Grad natürlich. 3x 120 Grad. Ich probiere den jetzt da irgendwie einzuzeichnen, so. Ja, so. Haben wir da einen Schenkel, da haben wir einen zweiten Schenkel, so, ja, wird eh schier. Einen dritten Schenkel, das ist da auch natürlich konzentrisch, gell? Ja, so, passt. Ja, zum Glück habe ich es hergezeigt, wie es wirklich ausschaut. Ja. So, ja, so ähnlich. So, und dann haben wir gesagt, gibt es da auch noch diese Abnehmer, Stromabnehmer, ja? Der genau anderdings ist der immer unterbrochen. Okay? Also ich zeichne den da jetzt ein. Immer da ist er unterbrochen, das ist da ist ein Strom, da ist ein Teil und hier ist ein Teil. Ja. Und wir haben auch gesehen, der ist verbunden, ja, der ist verbunden mit einer Windung, die da rundherum läuft. Und zeichnet jetzt da rein. Das heißt, ich nehme jetzt einfach von da weg, gehe jetzt da rein und läuft hier die Windung nach oben. Und dann geht es da wieder nach unten und geht da her. Okay? Also das haben wir verbunden. Ja. Zweite Windung, zeichne die auch.
dann geht es da von da weiter und schaut ganz genau aus. Dann geht es halt da auf dem Schenkel, da nach oben. Und geht runter und ist daher verbunden. Okay? Und jetzt zeichne ich nur eine dritte Windung ein. Welche Farbe mache ich das? Soll ich es komplett rot machen? Ja, ist ja wurscht. Geht da raus, hier und hier nach oben. So natürlich. Immer in gleichmäßig gewunden. Und dann hier wieder nach unten. Auch die Windungsanzahl sollte gleich sein. Ja. Und dann haben wir gesagt, gibt es eben diese Schleiferkontakte hier. Ja, die da. Und die berühren hier. Eine berührt hier unten. Das mache ich so. Nehme ich den da her. Eine berührt hier unten. Ja. Und einer berührt hier oben. Wo wir die einstellen, müssen wir sehen. Ja? Und einen hänge ich eben auf Minus an. Und einen hänge ich auf Plus an. Und wenn ich irgendwo eine Spannung anlege, das sind ja alles elektrisch leitfähige Teile. Nicht? Wenn ich irgendwo eine Spannung anlege, na, dann wird ein Strom rennen. Okay? Dann wird ein Strom rinnen. Und schauen wir zufällig in dieser Schaltstellung, schauen wir mal an, wie da der Strom rinnen wird. Ja? Überlegen wir uns das. Hier wird der Strom reinrinnen und wird nach unten rinnen. Dann kommt er da her und sind schon da. Ja? Also es wird nach unten rinnen. Ich behaupte jetzt einmal, da hier entsteht ein Südpol. Okay? Wenn das da nach unten rinnt, entsteht da ein Südpol. Ich sage halt, das ist so gewunden. Ob es jetzt wirklich stimmt, was ich gesagt habe, ja, stimmt sogar. Ja? Glück gehabt, ja, dass die Zeichnung und das, was ich erkläre, zusammenpassen. Sollte immer so sein, aber okay. Und auf der anderen Seite rinnt es hier nach oben, der Strom. Ja? Das heißt, hier entsteht ein Nordpol. Hier entsteht ein Nordpol. Also genau in die andere Richtung. Und dann kommen wir daher, da kann es aber nicht weg. Ja? Und rinnt hier nach unten. Rinnt hier wieder nach oben. Ja? Das heißt, da ist eigentlich auch ein Nordpol. Aha, da haben wir schon ein bisschen, ein Problem. Aber wurscht. Ja? Jetzt pass auf. Nord- und Südpol ziehen sich gegenseitig an und Nord- und Nordpol stoßen sich ab. Okay? Das heißt, der Südpol, der möchte hier zu dem Nordpol hinaufwandern. Das heißt, der entwickelt ein Moment in diese Richtung. Der Nordpol möchte weg von diesem Nordpol und hin zu diesem Südpol. Das heißt, den stößt es weg. Der Nordpol möchte eigentlich bei dem Südpol bleiben. Das heißt, den zieht es da ein bisschen zurück. Da haben wir ein bisschen ein Gegenmoment. Ja. Aber zweimal geht es in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung. Okay? Und es dreht sich, es wird sich jetzt in diese Richtung hier drehen. So. Okay? Weil eben die Dinge sich anziehen. Und jetzt lassen wir das einfach ein Stückchen weiter drehen. Ja? Machen wir hier eine Alternativskizze dazu. Jetzt sagen wir, das hat sich jetzt einfach weiter gedreht. Jetzt ist der eine ist so nach oben gewandert. Ja? Der andere ist dafür schon da unten. Und der dritte ist da. Die Position der Schleifkontakte hat sich nicht verändert, was sie aber mitgedreht hat, natürlich mitgedreht hat, ist die Position dieser Kommutator, dieser Lamellen hier. Ja, die sind natürlich jetzt weitergewandert, die sind ja nach wie vor unterbrochen, genau dort, wo es Ding ist. Ja. Da haben wir jetzt unseren oberen Schleifkontakt, wo der Plus ist. Da haben wir unseren unteren Schleifkontakt, wo der Minus ist. Ja? Das heißt, da haben wir Plus und Minus. Das hat, einfach das hat sich weitergedreht. Ja? Das heißt, wir haben hier nach wie vor Plus. Wir haben hier nach wie vor Minus. Ja? Das hier ist die rote Windung hier.
Die rote Winde hat sich jetzt hier nach oben gearbeitet, die geht jetzt so nach oben. Geht nachher daher. Ja. Hier haben wir die lilane Windung, oder welche Farbe das auch immer ist. Gleich viel Windungen. Geht nachher daher. Und da haben wir diese dunkelrote Windung. Ja. So, ebenfalls gleich viel Windungen. Geht nachher daher. So, und jetzt schauen wir sich das an. Da oben ist er nach wie vor der Nordpol, da unten ist nach wie vor der Südpol. Ja, also vom Joch her hat sich ja nichts verändert. Da oben ist Norden und da unten ist Süden. Jetzt schauen wir uns das an. Jetzt rinnt da der Strom. Zuerst ist der Strom da von oben reingeronnen, jetzt rinnt der Strom da von unten rein nach oben. Das heißt, das da ist nicht mehr Südpol, sondern das ist jetzt zum Nordpol geworden. Ja? Gute Dank, rechtzeitig, ja? Weil jetzt ist er eigentlich genau unterm Nordpol gekommen. Jetzt hat das da von der Lamelle, hat das auf diese Lamelle gewechselt. Ja? Und weil das gewechselt hat, rinnt es jetzt in die andere Richtung in dieser Wicklung. Jetzt rinnt es da, jetzt entsteht da ein Nordpol, jetzt will der Nordpol da voll weg und es geht wieder weiter in die Richtung. Wieder weiter in die Richtung. Ja? Und was haben wir da? Also da geht es nachher auch von unten nach oben, das heißt, da bleibt der Nordpol. Ja? Da bleibt der Nordpol, weil den zieht es jetzt dazu, nur zu dem Südpol. Und was haben wir hier zusammengebracht? Da geht es jetzt von oben nach unten. Das heißt, auch hier hat sich etwas geändert. Das ist jetzt da Südpol geworden. Ja? Das war zuerst der Nordpol, weil zuerst ist von oben nach unten geronnen. Und jetzt drin ist von unten nach oben. Ja? Jetzt ist es da Südpol geworden. Okay? Einfach, weil ich die nächste Kommutator-Lamelle erwischt habe. Ja? Weil das ist jetzt erst da eine Krone und ist da von unten nach oben gerunnen. Ja? Weil zuerst ist der Strom von da gekommen, ja? Ist so raufgeronnen, das heißt, das ist Nordpol gewesen. Ja? Und jetzt kommt der Strom ja von der anderen Seite, jetzt kommt er von da, ja? Jetzt kommt er da einer und wird das ein Südpol. So, jetzt haben wir überhaupt eine super Situation, schaut euch das an. Der Nordpol da will weg von dem Nordpol, das heißt, den druckt es da weg, der Nordpol will zu dem Südpol, den druckt es daher und der Südpol will weg von dem Südpol und den druckt es da weg. Ja? Wir rotieren also weiter in diese Richtung. Es entsteht ein Moment in diese Richtung und was ich das in der Mitte drehen kann, dann ist es so. Ja? Was auf alle Fälle passiert, wie wir gesehen haben, wir schalten einzelne Pole, schalten wir um von Nord auf Süd, Süd, Nord, Nord, Süd und so weiter und zwar immer so, mit unserem Kommutator, mit unserem Stromwender heißt das Ding da in der Mitte, ja, mechanischer Gleichrichter auch, ein Stromwender, der im richtigen Moment einfach diese Lücke da hat und unterm Schleifkontakt durchfährt, ja, dass eben der Strom in der Spule dann plötzlich in die andere Richtung rinnen muss, weil die Spannung in die andere Richtung läuft. Ja, und ja, dann wechselt Nord auf Südpol und es geht schon weiter. Ja. Es geht schon weiter. Es muss einfach nur im richtigen Moment passieren, halbwegs im richtigen Moment. Da seht ihr, da sind wir ein bisschen spät. Eigentlich, wenn das schon Südpol war, war es eigentlich besser gewesen. Ja? Das heißt, wenn wir da nicht auf der Kommutator-Lamelle gewesen waren, auf der linken da, sondern da auf der rechten schon, das war schon gescheiter gewesen. Das heißt, wenn ich den unteren da den Schleifkontakt ein Stückchen weiter drüben gehabt hätte, war es schon besser gewesen. Ja? Weil dann hätte es den Südpol da schon weggehauen. Ja? Wir sehen selbst, wenn wir ein bisschen das verdrehen, wir haben ja nicht nur zwei Pole, wir haben mehrere Pole. Ja? Da funktioniert es trotzdem. Ja, also so ist das Funktionsprinzip. Ja? Ich schalte praktisch die Nord- und Südpole in meinem Rotor hier mit meinem mechanischen Gleichrichter, mit meinem Kommutator oder Stromwender im richtigen Moment um. Okay? Jetzt schauen wir uns das an, wie das ausschaut, wenn ich das zusammenbaue. Jetzt baue ich es einmal zusammen. Okay? Baue es einmal zusammen und dann schauen wir uns an, ob das wirklich sich der Trainer beginnt.
So, die Kommentator, die sogenannten Bürsten heißen die in echt. Ja. Eigentlich ist es ja keine Bürste, eigentlich sind sie ja, in dem Fall sind sie nur irgendwelche Lamellen. Ja. Die sind, müssen oben und unten sein, haben wir gesagt. Ja. So, da sind sie, oben und unten. Das linke Lager haben wir, das rechte Lager haben wir. Noch nicht, das müssen wir erst einbauen. So, da drüben. So. Na bitte. Also, das ist jetzt unser Router. Ja. Oben und unten sind die zwei Schleifkontakte, wobei der untere hat gleich einen Kontakt. Sehe ich dort. Ja, wenn ich ein bisschen nach oben bin. So, jetzt brauchen wir nur mehr unseren Permanentmagneten. Back, herpickt, jetzt ist das unten schon ein Magnet. Und oben machen wir auch einen Magnet. Den müssen wir natürlich so einstellen, dass das noch immer dreht da in der Mitte. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Anschrauben noch. Wenn ich natürlich einen Luftspalt habe zwischen Magnet und Joch, dann geht das nicht. So. Ja, dass wir noch ein bisschen was praktisch mechanische Leistung abnehmen könnten und dir wieder so eine. Cool! Cool! Schauen wir uns das nochmal an. Ja? Also da. Da sind die Schleifkontakte, ja? Die wechseln auf der Lamelle von Lamelle auf Lamelle hin. Ja? Der untere ist im unteren Bereich, ja? Also oben und unten, so wie auf der Zeichnung. Und theoretisch sollte das also jetzt sich zum Drehen beginnen, weil er halt Nordpol und Südpol. Ja? Und wenn ich dem richtigen Moment wechsle dadurch das, wie auf der Zeichnung, dann müsste sich das Ding eigentlich zu drehen beginnen. Ja. Schauen wir uns das an, würde ich sagen. Ja. Lassen wir das her da. Und dann sehen wir eh, was passiert. So, ich habe das jetzt also hier angesteckt. Ja. Jetzt drehe ich mal die Spannung nach oben und schaue, was passiert. Ah, tatsächlich. Es beginnt sich zu drehen. Ja. Schauen wir, 0,6 Volt haben wir. Dreht sich. Wenn ich mehr Volt gebe, wird schneller. Ja? Weniger Spannung, wird es wieder langsamer. Mit der Spannung kann ich die Drehzahl variieren. Wir werden sehen, das ist ein Riesenvorteil der Gleichstrommaschine. Und noch etwas kann ich machen. Ich kann die Spannung umdrehen, also Plus mit Minus verdrehen, wieder wegdrehen lassen. Geht es in die Gegenrichtung. Sagen wir jetzt, links, rechts laufen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und eine Sache habe ich gerade noch beobachtet, mal sehen, ob ich das herzeigen kann hier. Ob das auch die Kamera sieht. Sieht man das da? Hier beim sieht man das Funken? Ich hoffe, man sieht es. An der Bürste oder am Schleifer funkt es hin und wieder. Wenn wir zum Abdrehen da die Beleuchtung. So, jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Dieses Funken. Bürstenfeuer heißt es. Das ist der größte Nachteil der Gleichstrommaschine.
dass das eben mit der Zeit verschleißt. Okay? Man kann, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Stromwendung nicht optimal funktioniert, ne? Weil die Bürste ist nicht genau nach oben ausgerichtet, sondern ist ein Stückchen verdreht. Und deswegen wahrscheinlich deswegen haben wir da auf dieser einen Bürste eben dieses Bürstenfeuer gesehen. Also ist eine Einstellungssache auch etwas. Also wie gesagt, das ist eine Spielzeug-Gleichstrommaschine. Soll das Prinzip verdeutlichen. Wie es in echt ausschaut, werden wir sie auch kurz anschauen. Okay? Rahmen wir das kurz weg und dann zeige ich, wie das eine echte Gleichstrommaschine ausschaut. So, also das ist jetzt hier vor mir. Ich habe eine Gleichstrommaschine zufällig gefunden hier bei mir. Ist eigentlich von einem Kompressor. Es gibt ein Video auch zu diesem Kompressor, da wie das ausschaut. Also das ist ein Deckel. Das da drinnen, das sind die Magnete, sind Permanentmagnete hier auch. Ja. Das sind die Bürsten da, wie man sieht. Ja. Die sind federbelastet. Ja. Das sind die Schleifbürsten. Das hier ist der Rotor. Der schaut jetzt ein bisschen anders aus. Gell? Da aber sehen wir wieder diesen Kommutator, diesen segmentierten Kommutator, ja? Wo die Bürsten nachher drüber schleifen. Ja? So. Ja? Und wo sind jetzt die Windungen? Wo sind diese Schenkel? Nun, wenn wir von da drauf schauen, dann sehen wir das auch. Ja, die sind jetzt nicht so schön ausgeführt wie bei dem Spielzeug, sondern wir sehen, da ist eine Windung. Ja. Die nächste Windung ist da drunter oder immer da sind so Windungen. Ja. Und wenn man das vergleicht, schauen wir von der Seite drauf, ja, wenn man das sieht, dann ist dieser Kommutator wieder ganz genau dort geteilt, wo die Mitte einer Windung ist. Ja. Seht ihr das? Ja. Vielleicht ist es ein bisschen gedreht wegen einem Bürstenfeuer und so weiter, aber so schaut das aus. Und natürlich, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nochmal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kommutatorsegmente hat diese Maschine. Und wie viele Bürsten zählen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8. Genauso 8. Ja? Ist ja logisch. Ja? Also, im Prinzip schaut es genauso aus. Nur ist halt da, also wenn man dann jetzt nochmal so drauf schaut, ja, entsteht halt hier zum Beispiel von dieser Windung hier, entsteht hier ein Nord- oder ein Südpol. Ja? Und der nächste entsteht aber dann schon von dieser Windung hier. Und hier, also die Nord- und Südpole sind dann einfach entsprechend knapp zusammen. Ja? Also diese Windung hier wirkt praktisch auf diesen dreien. Wir werden das nachher auch berechnen, aber da werden wir nicht mit Nord- und Südpolen arbeiten, sondern mit den Strömen und mit der Lorentzkraft. Ja? Werden uns da ein bisschen helfen. Ja? Also so schaut eine reale Gleichstrommaschine aus. Ja? Wer genau diese Gleichstrommaschine in Aktion sehen will, ja, kann sich ja das Video über den Kompressor anschauen, ich werde es verlinken. Und dort wird das zusammengebaut und wird nachher auch gedreht. Ja. So viel also zum Thema, wie funktioniert eine Gleichstrommaschine. Ja. Nächstes Mal werden wir sich das Ganze ein bisschen mathematisch anschauen und werden schauen, wie wir das berechnen können. Ja. Für die prinzipielle Funktion hoffe ich, dass alles klar ist. Ich danke also für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.